auf meinem ersten Album, Mensch Maschine, kommt meine Peter Heinz zum Einsatz. Überwiegend, ja, schon ist das Instrument mal an. So, da haben wir das schöne Stück. So, einmal ein schöner Black Limber Body. Vogelaugen Ahorn, Griffbrett. Und ganz wichtig auch die Technik, nur auf die wir jetzt mal eingehen. Und zwar, ich spiele eigentlich mit einer Fassung. Das soll heißen, jedes Soli von mir wird mit einer Phasenumkehrung gespielt. Das heißt also, mittlere Position und somit werden die Phasen vertauscht, der Tonabnehmer. Was praktisch dann für einen ganz nasalen Ton sorgt. Ja? Aber es klingt immer noch sehr organisch. Ja? Kommt alles sehr dynamisch dann über die Boxen. Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Tight, aggressiv, steht für diese Gitarre. Ne? Das ist meine Tegel 1, meine Infinity. So, und jetzt schauen wir uns mal mein neuestes Modell an. Und zwar wäre das die TB2. Und zwar, das Modell heißt Dark Matter. Aufgrund des Aussehens. So, hier haben wir das gute Stück. 27-inch Scale, heißt also, es ist eine Extended Range Gitarre, eine Bariton-Gitarre, ja, die sich wunderbar tiefer stimmen lässt. Ja. Und zwar, ich benutze generell ein C-Standard-Tune bei meinen Aufnahmen. Mein neues Album Disconnected ist gerade in Arbeit. Und wird genau mit diesem Modell eingespielt. Ja? Geniales Teil, ja? Drückt ohne Ende, aggressiv, tight, voll auf die 12. Ja? Verbaut haben wir Black Winter Humbucker, ja? Von Samer Duncan. Was gibt es noch zu sagen? Wichtigster Punkt bei der Gitarre, sie ist chambered. Heißt also, wir haben hier eine gekammerte, also mit Rotkammern versehene Gitarre.